Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mass Effect 1. Sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, mit unserer wunderschönen Grafikmod. Die das alles ein bisschen schöner macht. Also nicht alles, aber vieles. Hallo. Quatschen wir doch schon mal mit den Ersten. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Geth töten. Okay, dann muss ich anscheinend doch erst mit anderen sprechen. Diese Geth sind verdammt gefährlich. Ach, nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Ich finde, die Stimme wirkt ein bisschen zu alt für die Dame hier. Vor allem, die glitscht. Okay. Hallo. Ich befürchte, die Geth werden uns alle töten. Ja, sind aber ganz schön pessimistisch hier. Hallo. Die Geth sammeln sich zu einem neuen Angriff. Das wird ja kacke. Ich plündere dann mal noch mehr nebenbei ein bisschen. Ne? Na, wie geht's jetzt? Oh, leichte Schwierigung. Und eine Überbrückung. Upsidee. Und. Na, verdammt. Komm ich da durch? Gerade noch so. Haben Sie etwas Verdächtiges gefunden? Menschliche Extraktionen für mehrere Mutter. Aha. Amazon-System. Okay, gut, ja. Wir schicken jetzt neuerdings Sachen ins Amazon-System. Es ist unglaublich, dass die Kolonie so lange ausgehalten hat. Wieso glitscht das hier so? Vor allem, warum schickt man keine Unterstützung? Das Allianz-Militär vielleicht? Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Weiter vor, meine Kürzte. Kopfschmerzen werden weniger. Ich muss nur aufhören, an die Vergangenheit zu denken. Denn die Synchronsprecher mit der Frau da draußen, die am Wasserteil da arbeitet. Ne, mit der daneben, in diesem komischen Drehteil. Hätten die tauschen müssen. Die Stimme ist viel zu jung. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Erstens, die Stimme ist zu jung. Erstens, die passt nicht. Und zweitens, die kriegt das auch irgendwie... Was ist denn heute los? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Sie zeigt keine Anzeichen einer Verletzung, aber sie scheint unter Schmerzen zu leiden. Blitzmerker. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Okay. Oh, Hallöchen. Das sind halt so Situationen, da denkst du dir, deutsche Synchro, weil ich... Hallo? Leute! Was? Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Das hätte ich euch schon vorher sagen können, aufgrund meines Radars, aber gut. Zack. Das. Danke. Kommen die da jetzt alle raus oder. Muss ich da jetzt rein? Ne, die kommen da raus. Tschüss. Frage des Tages. Liara, was machst du da? Du gehst erstmal in Deckung. Zwar hinten bei dieser hässlichen Steintextur. Und Garrus, du gehst einfach nur ein paar Schritte weiter. Sie haben das System irgendwie nicht verstanden. Liara, du sollst da hinten. Danke. Und Garrus, du nimmst dein Scharfschützengewehr, bitte. Garrus! Sei ein braver Garrus. Wir, das sind jetzt wieder diese blöden... Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben.
Das ging zu schnell. Overload. Ernsthaft? Nahkampf ist so viel effektiver. Da lang. Gib mir mal einen Schildboost. Es ist laut. Ja, sehr laut sogar. Und der arme Garrus, darf ich das anmerken, der kriegt gerade aufs Näschen. Oh Gott. Warte mal kurz. Ich habe da was mit dem Sound. Der hat die Sachen zurückgestellt. Komm, mach mir ein bisschen leiser einfach mal. Speicherin halt cool, danke. Und um so viel ist leiser auf einmal. Ist auch gut. Garrus Rüstung lädt sich mit der Energie wieder auf. Aber er selbst nicht. Du da hinten. Kannst du mal. Überlastung vielleicht? Wunderbar. Dann haben wir es doch gleich. Was ist das denn hier? Bis auf die Tatsache, dass es hässlich ist. Oh, ein Verwüster. Oh, ein Verwüster, 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 Verwüster. Ist das überhaupt nicht übertrieben mit den Effekten? Nein, nein. Ach, das war das Gate-Schiff. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandy entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Wunderbar. Das hast du perfekt analysiert, Liara. Und Garrus ist immer noch krank. Irgendwas ist hier kaputt. Lalilu, lalilu. Ich glitsche ein bisschen durch die Gegend. Ich werde mich halt wahrscheinlich wieder heillos verlaufen. Guten Tag. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. So, jetzt quatschen wir erstmal ein bisschen hier. Hallöchen. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Ach nee. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die sie beaufsichtigen. Gehen wir einfach mal durch. Hallöchen. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geth in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen.
Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macker Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Das gehen wir erstmal alles durch. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Was weißt du überhaupt? Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die geht, hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Also ich würde jetzt mal sagen, nicht mehr sagen, dass das hier wunderbar friedvoll ist. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Deshalb vielleicht ist durch Wahr ersetzen oder sowas. Also wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Das ist jetzt keine sehr große Kolonie. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geht vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geht mehr als wir. Vielleicht haben die was Wertvolles gefunden, aber wollen es nicht sagen. Oder wissen nicht, dass es wertvoll ist. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Vorbildlich, ich bin so vorbildlich. So. Ich wollte schon sagen. Der hat doch keine Sachen mehr. Oder hat die Dame noch was? Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Dreist! Das muss ich ändern. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Das ist keine Waffe halten, also ist wahrscheinlich schon besser. Also eine Waffe halten und damit umgehen. Besser als wahrscheinlich auch viele andere davon. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geht. Ja, vielleicht, weil das aktuell euer Hauptproblem ist, aber... Was können Sie mir über die Geht sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Was kann ich mir überhaupt sagen? Was weiß die? Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Auf Wiedersehen. Commander? So. Ich glaube, hier gibt es irgendwas Interessantes. Weil wenn man sich das so anguckt, die Anlage, das werden wir später noch ein bisschen umfangreicher erforschen, sollte man eigentlich meinen, dass hier mehr als nur vielleicht ein paar tausend Menschen leben. Das ist ja grauenhaft. Oder haben die das ja alles nicht gebaut? Das wäre aber irgendwie komisch. Das ist nämlich Allianz-Architektur. Wir werden hier halt erstmal viel über ihre Probleme erfahren und dann werden wir hier sehr viel rum. Kolonist. Devin tut, was er kann. Aber unsere Vorräte gehen bald zu Ende.
Schon bald werden sie den Kommandoposten wieder aufgebaut haben. Was? Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Ja, yep, hab ich. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geht über die Mauern kommen. Sie scheinen ein paar Tests zu machen. Nein, das sind nur Diagnoseprogramme. Nichts Besonderes. Ich kümmere mich jetzt wieder darum. Faidan will einen Bericht über... Ich muss jetzt gehen. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Was für eine Diagnose erstellen Sie da? Nein, ist nicht nötig, danke. Entschuldigen Sie, aber ich muss hier weitermachen. Die verschleiert uns was. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich habe zu tun. Hm, verdammt. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Hm. Was können Sie mir über Sue's Hope erzählen? Ein faszinierender Ort. Einfach einmalig. Aber die Gate haben den Frieden gestört. Vielleicht könnte es Ihnen hier auch so gut gefallen, Commander. Ich wollte nie lange an einem Ort bleiben. Aber das hier ist etwas anderes. Dieser Ort erscheint mir wie ein Trümmerhaufen. Warum wollen Sie hier bleiben? Ich kann Ihnen keine gute Erklärung dafür geben, Commander. Zumindest keine, die Sie verstehen würden. Warum fragen Sie nicht Faidan? Er wird Ihnen alles besser erklären können. Was macht ein Salarianer in einer menschlichen Kolonie? Salarianer folgen dem Ruf der Credits. Ich zumindest tat das. Ein Transporter mit interessanter Ladung kann eine gelungene Investition darstellen. Als ich einmal hier war, wollte ich nicht mehr weg. Das Kolonieleben lässt einen nicht mehr los. Wie können Sie unter solchen Umständen Waren lagern? Seit den Angriffen habe ich natürlich weniger Kunden. Fast niemand traut sich dieser Tage, einkaufen zu gehen. Wo kommt er überhaupt eher seinen Nachschub her? Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ja, das hatten wir alles. Auf Wiedersehen. Ja, viel Glück. Soll mit Menschen reden. Hallo, halt dich. Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Und sie ist doch einen Tag älter. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandie bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geet übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Hm. Ich bin immer noch sehr skeptisch hier über die Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geet angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Ich muss gehen. Viel Glück. Irgendwie scheint hier irgendwie... Die wollen die ganze Zeit Verantwortung rumschieben. Ich kann nicht besonders gut schießen, aber ich gebe mein Bestes. Dafür hast du aber eine gute Rüstung. Oder überhaupt eine Rüstung. Also anders gesagt, nichts da.
Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Gate uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Erzählen Sie mir von den Warren. Solange die Gate angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Gate. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Fai Dan sprechen. Er ist unser Sprecher. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Die wollen alle, dass ich mit Fai Dan spreche. Was ist denn das bei denen? Der Fai Dan sagt, ich soll mit denen sprechen und ja. Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Gate fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Gate müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Gate in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Ja, ist gut. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Der geht ja nicht, die sagen ja einem nix. So, dann gucken wir uns erstmal um. Hier ist im Übrigen noch ein Aufzug. Da. Gucken wir uns erstmal hier um. Oh, Folge ist schon viel zu lang. Wo bin ich? Bin neugierig. Kann das sein, dass ich Oh Gott! Sie überrennen uns! Nicht schon wieder! Wir haben eine Kolonistin. F. So. Alle mal geheilt. Das kann ja sonst nicht angehen. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache, also von daher. Naja, damit sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Jetzt in der nächsten Folge geht's dann weiter und da unten sehen wir schon auf dem Radar wieder Feinde. Also, tschüssi!